Für die Zitronenlimonade braucht ihr 100 Gramm Zucker, 2 ganze Zitronen und 1 Liter kaltes Wasser. Um das Ganze zu einer Limonade zu machen, braucht ihr einen Thermomix. Der erste Schritt ist, die Zitronen zu waschen. Nachdem ihr sie gewaschen habt, müsst ihr sie achteln. Jetzt kommen 100 Gramm Zucker in den Thermomix. Dann kommen Wasser und die 2 geachtelten Zitronen dazu. Dann wird es 20 Sekunden bei der Stufe 4 gemixt. Um die übergebliebenen Schalen zu entfernen, wird es durch ein Sieb gegossen. Nun ist die Zitronenlimonade fertig zum Genießen.